Hallo zusammen. Es ist Sommerzeit, es ist Mixerzeit und Zeit für einen Mixertest. Hier hinter mir sehen Sie gleich diverse Mixer, die im Test abgeschnitten haben mit 4 bis 5 Sterne, die gut anwendbar sind. Und ja, bei diesem tollen Wetter ist es natürlich immer wieder wunderbar, wenn man sich da ein, wie sagt man, Mixgetränk macht. Aus frischen Früchten, mit Milch oder auch ohne. Einfach ein super, super gutes Fruchtsaftgetränk. Und für die ganz besonderen Menschen, die entweder Veganer sind oder eben viel mehr Wert auf ihre Gesundheit legen. Für die gibt es natürlich auch Standmixer, sogenannte Powermixer, die dann auch wirklich aus den grünen Fasern das Letzte rausklopfen, was dann im Saft landet, die grünen Smoothies, die man auch mit Fruchtsaft noch dann mischen kann. Es ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, sich mit diesen Mixern auseinanderzusetzen. Aber jetzt will ich den Platz räumen und, wie sagt man, Platz machen für eine kleine Mixerparade. Tschüss, bis später. So, das war die kleine Mixerparade. Aber was man nicht vergessen darf, es gibt ja nicht nur Standmixer. Tja, es gibt ja auch die ganz normalen Haushaltsmixer, auch als Standmixer, und diese sogenannten Handmixer zum Schlagsahne schlagen oder mal eben irgendwie was pürieren, um eine Soße damit anzudicken. Alles, was das Herz begehrt, zeige ich Ihnen hier in diesem Video. Kommen wir jetzt mal eben zu den Handmixern. Ich sag mal eben tschüss, bis gleich. Und gut aufgepasst, gibt es schon eine ganze Menge toller Sachen, ne? Die die Arbeit vereinfachen, die tolle Sachen herrichten, von irgendwie quirlen, mixen, pürieren, kneten. Es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, super guten Saft zu trinken, aus frischen Früchten oder aus ganz frischen Blättern und Pflanzen, die man sich, ja, zum Beispiel besorgt hat oder auch dies im Supermarkt umsonst gibt. Schauen Sie doch einfach mal in die Kiste, wo die Leute vom Kohlrabi dann immer die Stängel wegschmeißen. Abgespült, frisch im Smoothie-Mixer zubereitet, mit ein bisschen Frucht dabei. Ist das ein super gesundes Getränk. Ich kenne jemanden, der hatte, wie sagt man noch, Neurodermitis. Und seitdem der so gesund lebt, geht es dem wirklich gut. Seine Haut hat sich erholt. Es ist einfach so, wer gesund leben will und sich mit der Natur verbindet,
dem kann es nicht schlecht gehen. Dem kann es nur noch besser gehen. Und damit das so bleibt, schicke ich euch hin und wieder mal, wenn ihr euch eintragt in meinem Verteiler, auch ein Mixer-Rezept oder ein Rezept, um Smoothies oder eben halt Mixgetränke zubereiten. Aber ich weiß, die meisten Frauen wissen das eh alles schon so. Die brauchen keine Rezepte. Aber vielleicht ist mal was dabei, was euch interessiert. Also, das war mal ein kurzer Schnelldurchgang über Mixer, Handmixer, Stabmixer, Küchenmixer, Powermixer. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und gerne dürft ihr dieses Video teilen und andere drüber benachrichtigen. Und wenn ihr zur Mixer-Seite wollt, wo ihr nochmal das, was ich mal eben so vorgestellt habe, wiederfindet und nachlesen könnt, dann geht hier unten auf einen Link und ihr kommt direkt zur Seite Mixer-Test-Info. Und da gibt es mehr zu lesen. Ciao, ciao, bis bald.